Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und heute werden wir uns die neuen Rank-Up-Missionen anschauen, die für das globale Dokkan-Battle erscheinen werden. Diese werden in zwei Wellen kommen, Freunde. Die erste Welle wird ab morgen der Fall sein, ab dem 27. November, 7.30 Uhr unserer Zeit. Da werden wir von Rank 10 bis Rank 400 gewisse Belohnungen bekommen über die Mission. Die schauen wir uns gleich an. Und die zweite Welle kommt dann online ab dem 21. Dezember, ab 7.30 Uhr morgens unserer Zeit. Und da werden dann von Rank 400 plus bis Rank 500 werden wir gewisse Belohnungen anschauen. Aber schauen wir uns erstmal vielleicht an sich an, was sind überhaupt Rank-Up-Missionen, die Belohnungen. Nämlich es gibt mittlerweile schon oder aktuell im Spiel haben wir bereits Rank-Up-Missionen. Nämlich daraus könnt ihr aus der Mission bis zu 137 Rankstones euch ergattern, indem ihr ganz simpel einfach euren Rank, euer Level des Accounts erhöht. Und diese folgende Mission, die fangen an. Die aktuellen, die schon im Spiel sind, Freunde, die neuen gucken wir uns gleich an. Die aktuellen, die wir schon haben bereits seit längerer Zeit, die gehen von Rank 5 bis Rank 200. Und da bekommen wir eben pro Steps, 5er Steps sollten das sein, mehr oder weniger, gewisse Sachen, in dem Fall Stones. Im Endeffekt funktioniert das ganz simpel, Freunde. Wenn ihr einen gewissen Rank erreicht, sagen wir mal, ihr habt momentan im Spiel Rank 50, dann bekommt ihr natürlich von Rank 5 auf bis Rank 50 die ganzen Belohnungen, die hier aufgelistet sind über die Missionen, Freunde. Und ich sag's jetzt schon mal aus vorweg, wenn ihr natürlich ein, sag ich mal zum Beispiel, ihr seid jetzt schon Rank 380, dann bekommt ihr ab morgen bis Rank 380 alle Belohnungen, Freunde. Ihr müsst dann nicht nochmal auf euer Rank neue Ranks addieren, also dann in dem Fall 380 oder so. Nein, Freunde, wenn ihr schon Rank 380, sagen wir mal Rank XY erreicht habt, dann bekommt ihr auch bis zu diesem Rank, bis zu eurem aktuellen Rank die ganzen Missionen. Da waren ein bisschen, da kamen Fragen auf die letzten Tage, wie das genau funktioniert. Ist ganz simpel, Freunde, wie gesagt. Je nach Rank, was ihr habt, bis dahin bekommt ihr die Preise, die Belohnungen, die Rank-Up-Missionen, um es kurz zu fassen. Aber, Freunde, wie gesagt, das sind die aktuellen Missionen. Ab morgen, wie gesagt, werden mit der ersten Welle von Rank 10 bis 400 welche kommen und die gucken wir uns mal genauer an. Wir haben hier, beginnend ab Rank 10, Freunde, bekommen wir gewisse Training-Items. Die werden sich auf jeden Fall noch ausbessern, da kommen auch noch Stones hinzu, so ist nicht. Könnte sein, dass wir von jedem Typus ein von diesen Items bekommen. Das gilt sowohl für dieses Training-Item, für Z-Swords, als auch für die Orbs. Da ist jetzt quasi nur physisch gelistet, aber es könnte auch sein, dass von jedem Typus eins ist. Das kann man hier so mehr oder weniger nicht herauslesen, es sei denn, wenn ihr da mehr wisst, lasst euch auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Aber bis dato wissen wir, dass wir auf jeden Fall 50 von diesen Training-Items bekommen für Rank 10. Und dann geht es immer hoch, wie gesagt. Rank 20, 30, 40, 50 und so und so fort. Könnt ihr euch gerne mal abchecken. Ich werde den Link natürlich in die Beschreibung setzen, die BZ-Space. Und bis Rank 200 quasi, eigentlich haben wir schon aktuelle Missionen bis Rank 200. Von 5 bis 200 haben wir uns gerade angesehen. Da bekommen wir zwar Stones, aber ab morgen kommt dann nochmal neue hinzu. Da bekommen wir dann von Rank 10 bis 200 nochmal Sachen. In dem Fall die ganzen Sachen, die ihr euch angesehen haben, die wir euch uns gerade angesehen haben. Deswegen wundert euch nicht, wahrscheinlich werde ich im Titel schreiben Rank 10 bis 500. Damit ihr euch nicht wundert, wir haben eigentlich schon von 5 bis 200 welche gedeckt, aber es kommen nochmal neue hinzu, die gehen von 10 bis 200 vorerst, beziehungsweise von 10, die erste Welle von Rank 10 bis Rank 400 und das kommt wie gesagt ab morgen online, ab dem 27. November, 7.30 Uhr unsere Zeit. Und interessant wird es dann quasi über Rank 200. Da bekommen wir dann für jeden 20er Schritt Stones, Freunde. Ihr seht hier, Rank 220 gibt es 5 Stones, bei 240 nochmal 5 Stones, 260 5 Stones und so und so fort. Bei 300 bekommen wir 20 Stones an der Stelle. Dann geht es nochmal in 20er Schritten hoch, jeweils 5 Stones bis 400. Bis 400 bekommen wir dann quasi, Freunde, wieder 20 Stones. Und dann so gesehen von Rank 200 bis 400 haben wir hier 80 Stones, die wir ab morgen bekommen werden. Wenn ihr natürlich Rank 400 erreicht habt, Freunde. Wie gesagt, nehmen wir mal an, ihr seid Rank 320, dann bekommt ihr ab morgen, Freunde, von Rank 10 bis 320 die ganzen Preise sofort, Freunde, die ganzen Belohnungen über die King Kai Mission und so funktioniert im Prinzip das Ganze. Genau, das war die erste Welle, Freunde. Die kommt morgen online, wie gesagt. Die zweite Welle jedoch, da haben wir noch eine Welle, nämlich von 400 plus, um besser zu sagen, von 420 bis 500, die erscheint am 21. Dezember 2018, 7.30 Uhr unserer Zeit und da bekommen wir dann wieder 420, 5 Stones, dann in 20er Schritten und nochmal 5 Stones, nochmal 5 Stones, 480, nochmal 5 Stones und an der Stelle bei Rank 500 bekommen wir dann 20 Stones, heißt wir haben dann insgesamt, was wir komplett dieses Jahr noch bekommen werden, an neuen Rank-Missionen bis zu 120 Rankstones, Freunde. Wenn ihr euch fragt, wie erhöht ihr euren Rank am schnellsten, jede Woche im Pan-Event beispielsweise, das kann man einmalig in der Woche machen, die Super-Stage und die Z-Hard-Stage würde ich euch empfehlen, jede Woche die auf jeden Fall zu machen. Aber auch, wenn in gewissen Kampagnen, Freunde, aktuell Rank, dass man aktuell Experience
bekommt beispielsweise dreifach Experience, manchmal gibt es auch vierfach Experience zu dicken Celebration oder zweifach, dreifach und so und so fort. Anyway, wenn sowas online ist, in aktuellen Zeitraum, in aktuellen Celebration in Dokkan Battle, dann macht am besten die allerletzte Story Stage, da bekommt man wie gesagt eben diesen Bonus der Kampagne. Ich weiß nicht, ob aktuell dreifach Experience sind, kann mich auch irren, da schaut am besten einfach mal rein, geht in die Story Stage und da steht auch dran, wie viel Experience man bekommt aktuell. So viel dazu, wie man schnell seinen Rank erhöht, Freunde. Das wären alle Rank-Up-Missionen, wie gesagt, die wir uns hier angesehen haben. Ab morgen kommt von Rank 10 bis Rank 400 die ganzen Rank-Up-Belohnungen, die wir angesehen haben. Bis zu 80 Dragon Stones, gewisse Items, Orbs, Training-Items etc. Und ab dem 21.12. nochmal zusammenfassend, ab 37 unserer Zeit, kommen dann von 420 bis 500 neue Stones hinzu. Das wären dann 40 insgesamt dieses Jahr noch quasi 120 Stones aus den Rank-Up-Missionen. So viel eigentlich auch zu dem Video, Freunde. Ich will es nicht allzu lang halten. Das ist eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt dem auf jeden Fall ein Like. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.